Sie sind jetzt zum fünften Mal betroffen und das sieht man Ihnen auch an. Was denkt man in so einem Moment? Ach, wissen Sie, ich denke fast gar nichts mehr. Ich kann alles denken jetzt. Aber was denn wirklich der Grund oder ob das jemand ist, der wirklich Spaß am Feuer hat oder mir schaden will, wie auch immer, was soll ich dazu sagen? Ich kann es nur wiederholen, wenn ich irgendjemand was zu Unrecht getan haben soll, soll er bitte zu mir kommen, mich darauf hinweisen und dann können wir darüber sprechen und das aus der Welt räumen. Aber nicht auf so eine Art und Weise. Sie haben ja jetzt nun die Strohballen an einen richtigen abgelegten Ort gebracht. Bewusst hierher gefahren. Das ist der abgelegenste Ort, den wir eigentlich hier in der Feldmark haben. Nach auch ja, Absprache mit dem Wehrführer, der ja auch Landwirt ist, haben wir so mal drüber gesprochen und er meinte, bring das mal dahin und das ist schön weit abgelegen und ja, es war umständlich, das hierher zu bringen, aber wir haben das gemacht, aber Sie sehen ja das Resultat, es hat auch nicht geholfen. Man hat ja nun 4 Leute gefasst als mutmaßliche Brandstifter. Was glauben Sie denn, wer das, was das jetzt gewesen sein kann? Naja, die haben das ja noch nicht zugegeben, dass sie hier in Hamor die Feuer gelegt haben. Und es war seitdem ja Ruhe. Nun kann es aber natürlich sein, dass es auch vielleicht Ablenkungsmanöver wieder hier war. Wie gesagt, man kann vieles vermuten, aber nichts beweisen. Und ich kann doch nicht irgendwas hier sagen, was ich nicht beweisen kann. Was sagen denn die Versicherungen jetzt langsam dazu? Ja, das ist nicht mehr versichert. Nach dem dritten Brand wurde seitens der Versicherung gekündigt. Das heißt, Sie bleiben auf dem Schaden wieder selber? Jawohl, so ist es. Ungefähr, wie viel sind das mittlerweile? Ja, hier, wir haben so etwa 200 Ballen. Und der Schaden beläuft sich jetzt mit dem anderen Brand so auf, ja, knappe 20.000 Euro. Herr Kunde, nun war monatelang Ruhe und heute Nacht gingen die Pieper und Sie mussten wieder raus. Was brennt denn hier? Es brennen ca. 150 bis 200 Strohballen auf einer ganz entlegenen Ecke der Gemeinde, die eigentlich nicht zu finden ist. Das heißt, eine Selbstentzündung schließt ja hier wohl aus? Die schließen wir komplett aus. Das kann nur Brandstiftung wieder sein. Was denken Sie denn da in Arnsburg? Hat man schon 4 Leute jetzt erwischt? Hängt das hier mit zusammen? Ich denke mal eher nicht, denn diese Ecke kennt mit Sicherheit keine Auswärtiger. Das müsste einer mit viel Insiderwissen sein. Ja. Der Landwirt ist ja jetzt, glaube ich, insgesamt zum 5. Mal betroffen. Das ist das 5. Mal, dass Sie denselben Landwirt treffen, ja. Ja. Spricht man denn da auch im Dorf drüber und sagt, Mensch, wie kann man dem helfen, oder? Ja, er hat ja noch immer Vorräte, von denen er zehren kann, aber die schmelzen nun zusammen. Ne? Und das Frühjahr naht, ja, der Winter ist zu Ende, Gott sei Dank. Vielleicht kann er sich so irgendwo helfen noch. Für was braucht er denn das Stroh? Er braucht das Stroh zum Einstreuen. Er hat Stuten mit Fohlen zu Hause im Stall noch und braucht dazu das Stroh. Was denken denn Sie und Ihre Kameraden, wenn Sie dann nachts so in so einen Einsatz müssen? Dass es so unsinnig ist wie nur was. Wir helfen gerne, ob bei Verkehrsunfällen oder bei Bränden und Feuern in Gebäuden. Aber diese unsinnige Sache, die ist so unnötig wie nur was.